Hallo und willkommen zu einem neuen Part von Yokai Watch. Wir sind gerade dieser süßen, extrem süßen Katze namens Jibanyan begegnet. Und irgendwelche bösen Spacko-Katzen oder nicht Katzen, aber eine Bande von Yokai haben einfach das Bild von der weggeholt. Und ich renne einfach wieder volle Kanne bei Rodeby Straße. Oh, hier kann ich durchgehen. Wow. Bin ich vielleicht auch ein Yokai? Bin ich ein Geist? So, der hat gemeint, die sind hinter der Fischerbude am rumgammeln. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal dahin. Da geht sogar ein extra Gebiet auf. Das ist ja mal eine zwielichtige Ecke. Yokai-Lunge, gerne im Dunkeln und verlassen Orten wie diesen rum. Solche Gegenden eignen sich gut zum Training gegen stärkere Yokai. Aber sie verstecken sich nicht. Sehen sie dich, greifen sie dich an. In diesen Gegenden kannst du auch nicht auf dein Tagebuch zugreifen. Viel Spaß. Wow, wie kann man denn speichern? Das ist also so eine Art Dungeon. Das ist krass. Sieh hinter der Fischerbude nach. Ich will nichts sagen, aber das ist eine ganz schön abgefuckte Fischerbude. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Oh, geil. Hat geklappt. Da unten komme ich schon mal nicht hin. Hier ist eine Kiste. Ich frage mich, ob die Farben der Kisten auch irgendwie eine Bedeutung haben oder so. Oder bessere... Oh, Hilfe, was ist jetzt passiert? Oh Gott, what the fuck? Ich wurde von einem Röpsi-Yokai besessen. Erhalten 10 Cent Kaugummi, ob die Kistenfarbe irgendwie bestimmt, wie stark da was ist. Oh yeah. Du siehst aus wie ein richtig heftiger Gangster. Hey, da ist das Foto. Was seid ihr denn für schräge Heinis? Das ist voll der Gangster. Du hast Jibanyans Foto. Wir sind hier, um es zurückzuholen. Das kleine Miezekätzchen hat sich also ein paar taffe Freunde besorgt, hä? Hör mal, gib mir doch einfach das Foto, ja? Das ist ihm wirklich wichtig. Das Foto gebe ich nicht her, kapiert? Du musst schon darum kämpfen. Mach dich bereit, Dominik. Oh shit, ich kriege mir jetzt einen Fehler in die Fresse eingeschlagen, wie beim letzten Mal. So, wen holen wir? Ich würde sagen, du bist richtig gut gewesen. Aber nee, ich will meinen... Miezekard revealed heißt haben. Ich vergesse jetzt seinen Namen. Also die Namen hier zu merken, ist am Anfang echt ein bisschen schwer. So, Ulti-Seele direkt von ihm. Er ist gebannt. Ich kann mal Ulti-Seelen einsetzen. Was ist das für eine Kacke? Oh oh. Da sind 3 Stück von da. Nein, Vizikardus explodiert. Kann ich jetzt schon wechseln? Okay, ich kann wechseln. Okay, Ulti-Seele. Komm. Jetzt ist er doch besser, weil jetzt haben wir mehr Yokai zur Auswahl. Jetzt können wir vielleicht ein bisschen besser überleben. Okay, wir haben wieder volles Leben so gesehen. Yes. Hol die Seele. Oh, jetzt habe ich 2 auf einmal angetippt, glaube ich. Oh nein, daneben. Ich bin voll schlecht. Dieses Antippen bin ich echt ein bisschen kacke. Ich habe irgendwie Yokai dabei. Ich glaube, das ist sogar mein Hustanie. Weil die ganze Zeit macht, dass der Gegner nicht so richtig angreifen kann. Das ist voll geil. Ah, okay, wenn da einer tot ist. Oh, ich hab gewonnen. Ich wollte gerade sagen, oh, wenn einer tot ist von denen, kann ich dann drüber scrollen, aber anscheinend doch. Oh, mein FIFA sogar nur Level 2. 10 Cent Kaugummis. Der hat mega viele 10 Cent Kaugummis gehabt. Der hat bestimmt richtig viele Kinder ausgeraubt. Was ist denn für ein Arsch? Ihr Idioten! Genau diese Dinge machen mich zu Rabauken. Es ist eure Schuld. Jetzt ist er gestorben. Alten Foto von Amy. Wir haben aber nicht die Medaille von dem bekommen. Das ist schon mal interessant. Machen ihn zum Rabauken? Ist er das nicht längst? Er riecht auch so. Oder ist es vielleicht Haarspray? Das sind ihm seine Haare? Ich glaube nicht, dass er noch schlimmer werden kann, als er schon ist. Egal, lass uns dieses Foto von Amy zu Jibanyan zurückbringen. Hört sich gut an. Finde ich auch. Ich freue mich bestimmt. Oh oh. Hier ist die Polizei. Scheiße. Wir wurden erwischt. Mayday, was machen wir? Einfach außen rumgehen. Oh oh. Kay klappt nicht. Halt, ich habe gesehen, was du getan hast. Ja, was meinen Sie? Du hast gerade einen gesuchten Yokai erledigt. Einen der meistgesuchten. Ein gesuchter Yokai? Heißt das, sie können Yokais aussehen? Natürlich kann ich das. Ich laufe nicht hier rum, um Luft zu verhaften. Rebelzebub wurde wegen unordentlicher Schmalzlocke gesucht. Ah. Ich finde nicht, dass sein Haar unordentlich war. Ich mochte es irgendwie. Ja, deinem Haar nach zu urteilen, könntest du auch ein Rabauke sein. Hm, interessant. Schon mal darüber nachgedacht, verdeckt zu ermitteln? Wieso kann er eigentlich Yokai sehen? Gut, das steht fest. Ich ernenne dich offiziell zum Yokai-Ermittler. Bekomme ich auch einen Hut wie sie? Ja, auf keinen Fall. Du hast das Vergnügen, die Straßen von Yokai-Verbrechern zu säubern. Kann das sein, dass er zu faul zum Arbeiten ist? Ich sehe die Flamme der Gerechtigkeit in deinen Augen. Du machst es also? Ja. Vielleicht. Ich finde geil, wie mein Charakter immer vielleicht sagt. Natürlich machen wir es. Es ist uns eine Ehre. Ich kann es nicht erwarten, zu helfen. Ah, der Eldan der Jugend. Du klingst wie ich, als ich noch Hoffnungen hatte.
Vergiss nicht, der Frieden dieser Stadt liegt nun in deinen jungen Händen. Wenn du mich brauchst, ermittle ich in der Nähe der Postfiliale Schäfer. Wie deutsch hier alles ist. Die haben das voll heftig übersetzt. Yo, Verbrecher. Wenn ein Yokai ein Verbrechen begangen hat, nennt man sie Yo, Verbrecher. Lass böse Yokai nicht entwischen, wenn du sie verdächtig... Wenn du Verdächtige siehst, fang sie. Fange sie dreimal, um einen Teil eines geheimen Passworts zu erhalten. Achte darauf, ob es sich um einen Groß- oder Kleinbuchstaben handelt. Teile Notizen unbedingt mit Freunden, um die Passwörter zu vervollständigen. Benutze ein Passwort am zweiten Postfilialschalter in Lenzhausen-Neudorf. Frag Kommissar Klappnicht, bis wann du ihm bestimmte Verbrechen liefern musst. Hör, als ob wir so mega Puzzle machen können. Was bringt das dann? Das ist ja echt richtig Ermittlung, ey. Ich dachte, das wäre jetzt einfach so, ja, wir fangen einen Joker ein, dafür kriegen wir eine Belohnung oder so. Ja, das ist ja voll geil. Oh, shit. Hör, ich bin aus dem Loch gefallen. Wollte ich gar nicht. Hier ist ja bestimmt irgendwas Cooles, oder? Ich hab voll Angst, hier sind bestimmt mega heftige Yokai drin. Was bist du denn? Ah, ne, ist gar kein Yokai. Oh, eine Box. Erstmal hier die Items schuppen. Rostierer Ring. Ich soll vielleicht mit dem Foto nicht um in der Kanalisation rumlaufen. Oh, hier komme ich gar nicht weiter. Interessant. Aber dafür haben wir einen rostigen Ring. Mal gucken, was der bringt. Wahrscheinlich gar nichts. Oder doch, mal gucken. Wir können doch eigentlich einfach mal überprüfen, was der bringt, ne? Kann man jetzt... Man kann jetzt aber nicht so Ringe und so Yokais geben zum Anlegen, oder? Dieser Ring ist zu alt, aber rostig. Und rostig, aber machtvoll. Als ob das geht. Wir können einfach... Alter, ich krieg zu viel. Essen, Items... Ausrüstung. Ja. Yokai Watch. Foto von Amy. Die ist bestimmt auch von einem Yokai besessen worden. Weswegen die so böse zu Jibanyan war. Ich bin mal gespannt, wie die Katze hieß, als sie noch eine Katze war. Ich finde das interessant, dass hier halt auch Tiere oder so, oder auch Menschen, wie wir später noch sehen werden, wenn die sterben, auch zu Yokais werden können. Und ich finde das auch gut, dass die das nicht so mit so Samthandschuhen anpacken, sondern auch wirklich sagen, yo, da ist eine Katze, die ist gestorben und die ist dann zu einem Yokai geworden, weil die dann Geist geworden ist. Denn Yokai heißt ja, soweit ich weiß, auf Japanisch eigentlich nur Geist. Ich werde immer ganz vorbildlich die Straße nur mit Grün überqueren. Ich wette, ich kriege das nicht hin. Ich glaube, das gehört dir. Überreicht, Foto von Amy. Ich glaube es nicht, wie hast du das angestellt? Nun, Diebstahl ist nicht in Ordnung, vor allem bei so etwas Wichtigem. Danke, das bedeutet mir so viel. Aber ich konnte es nicht selbst zurückholen. Ich bin einfach... Du bist nicht erbärmlich, okay? Also schwamm drüber oder so ähnlich. Ich finde da geil, wie mein Charakter so immer so oder so ähnlich oder so vielleicht sagt. Ich finde dich sogar richtig toll. Ich habe gerade mega viel gespuckt. Ich meine, du kämpfst für ein Mädchen gegen Laster. Das würde mir im Leben nicht einfallen. Oh, danke, Dominik. Vielen Dank. Mach nur weiter so, Jibanyan. Ich werde dich anfeuern. Danke nochmal. Eines Tages werde ich einen Laster besiegen. Ich weiß es. Das ist auch der geilste Erzfeind, den man haben kann. Ja, Jibanyan-Medaille. Übrigens, wir sind jetzt Freunde. Ich werde dich nicht enttäuschen. Okay. Du hast dich mit Jibanyan angefreundet. What the fuck? Jibanyan einen Namen geben? Sichtbar via Streetpass und lokales Spiel. Gerne doch. Nein, doch nicht. Der Name ist cool, ich mag Jibanyan. Das ist auch einer der Namen, die halt vom Japanischen übersetzt worden zum Englischen und zum Deutschen und halt immer gleich geblieben sind. Also eigentlich nicht übersetzt worden. Cool, Jibanyan ist mega, mega süß. Du hast die mit Yokai, du hast die Yokai-Medaille von Jibanyan erhalten. Oh! Eins der Siegel im Yokai-Medaillen wurde aktiviert. Was heißt denn aktiviert? Haben wir das jetzt geschafft oder wie? Da ist schon wieder diese starke Aura von vorhanden. Das ist vielversprechend. Scheint, als könnte man sich auf meinen Instinkt verlassen. Dieser Laster sollte sich vorsehen. Eines Tages wird er sie besiegen. Okay, Dominik. Lass uns zurückgehen und gegen Tristin kämpfen. Wir haben noch eine offene Rechnung. Alles klar. Nun, wo wir kräftige Freunde haben, fühle ich mich etwas stärker. Geiler Alltag so. Also Jibanyan und Whisper sind so die Haupt-Yokai-Charaktere, die, glaube ich, immer mit dem Hauptcharakter rumlaufen. Dennis, oh, mein Stift ist runtergefallen. 6 ausgewählten Medaillen bestimmen deine Yokai-Mitkämpfer.
Gehe zu Aukheim im Merda-Markt um. Heißt er eigentlich echt Immerda? Immer da. Immer da, Markt. Jetzt habe ich erst verstanden, was das heißt, ich Volltrottel. Der ist immer da. Immer da, Markt, um deine Yokai-Medaillen zu wechseln. Du kannst sie auch zu Hause in deinem Zimmer im Yokai-Medaillen wechseln. Sobald du eine Medaille hast, kannst du über ihre Platzierung nachdenken. Wähle im Menü Medaillen aus, um ihre Reihenfolge zu ändern. Wie charmant. Einheitsbonus. Das ist aber schummrig. Setze Mitglieder desselben Stamms zusammen. Ah. Yokai vom selben Stamm nebeneinander bringen dir einen Vorteil beim Kampf. Das nennt man eine Einheit. Einheit mit 3 Yokai sind stärker als mit 2. Okay, Tempobonus kriegt man dann zum Beispiel. Einheit ist wichtig, um Yokai zu deinem Vorteil im Kampf zu platzieren. Man kann also anscheinend mega heftige Strategien mit diesem Kampfsystem machen. Was ich cool finde. So, natürlich sind wir wieder vorschriftsgemäß und warten. Was war das denn? Vor allem ist das so eine Note gewesen, ich weiß nicht warum. Egal. Ich finde auch geil, wie wir da halt auf diese scheiß Ampel drücken müssen. Aber hier rennen wir einfach mega über die Straße, interessiert kein Schwein. Egal, wenn die Polizei kommt, ich in ein Gefängnis komme, wenn ich über die Straße gelaufen bin. Oh Gott, ist die fett. War überhaupt eine die? Ich habe keine Ahnung. Seht ihr, da wäre ich fast schon wieder von einem Auto angefahren worden. Das wäre irgendwie voll gruselig, wenn da passieren könnte. Da liegt man erstmal so eine Woche im Krankenhaus und muss so ein Krankenhaus-Minispiel machen. Irgendwie wäre das lustig. Und irgendwie kann ich mir sogar noch vorstellen, dass das passiert. So, dann probieren wir jetzt mal. Ich würde sagen, erstmal gehen wir ins Zimmer und gucken uns mal kurz dieses Yokai-Medaillon und alles an. Da ist es ja, auf einmal liegt er da. Cool. Das ist das Yokai-Medaillon. Yokai-Medaillon in deiner Gruppe wechseln. Jo. So. Ich gehe mal kurz auf gesammelt. Jibanyan ist ein Rang D-Yokai. Ist also stärker. Talent, Adrenalin, Kraft wächst mit jedem besiegten Gegner. Bescheidenheit, wird seltener von Gegnern angegriffen. Ah. Sein Charakter ist fleißig und mürrisch. Er ist fleißig und mürrisch. Fleißig und logisch. Fleißig und verrückt. Fleißig und mürrisch. Hey, alle meine Charaktere sind fleißig. Warum? What the fuck? 5, Level 2, Level 4. Okay. Setzen ist bereits gesetzt. Posieren. Ah, lol. No. Hä, warte mal, was? Oh, man kann hier sogar Posen auswählen. Wie süß. Entfernen. Ja, will ich nicht. Jo, können wir jetzt hier noch? Was ist denn hier oben dort? Medaillen tauschen, das ist so ein Häkchen dabei. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber okay. So. Ich möchte, dass du vorne bist. Ich möchte, dass du mit dabei bist. Oh, und dann haben die auch schon direkt ein Band eingegangen. So. Und hier, die haben auch dieselbe Farbe. Dann lassen wir das direkt so. Okay. Beseelung, Depression. Gegner werden depressiv und wollen nichts mehr machen. Alter. Rumgeheule. Schniefnase. Boah, voll cool. Richtig viel, was man da lesen kann. Ich habe hier kann ich auch ganz viel Offscreen spielen, ohne aufzunehmen. Einfach nur so ein bisschen alles zu entdecken und so. So. Dann möchte ich jetzt nochmal kurz den Itemring da wechseln. Obwohl, ne, ich lasse den erstmal auf meinem Vinzicado. Weil wenn ich jetzt das Item direkt meinem stärksten Yokai, der ja nun Jibanyan ist, gebe, dann ist das so OP. Die anderen sind alle so schwach, das lassen wir lieber. Fräulein Tristin, ich nehme an, du hast nicht vor, bald zu verschwinden, oder? Weil, naja, du musst. Oh nein, 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 mein Schätzchen, danach schüsst mir nicht der Sinn. Ich bin von diesem Ort sehr angetan und deine Eltern sind so unterhaltsam. Wie erwartet, wir müssen an deinen Verhandlungskünsten arbeiten. Oh, ich habe einfach mit der Stimme von der weitergelesen. Zeit anzugreifen, ruft die Banyan. Kommt jetzt eine Animation? Als ob. Komm raus, mein Yokai. Vorwärts, die Banyan. Yokai-Medaille aktiviert. Jo. Ach du Kacke.
No. Dein Kopf dafür, dass die Decke nächstes Mal. Also irgendwie funktionieren diese Miau-Witze, diese Katzenwitze, Wortwitze in Deutsch nicht so gut. Jetzt ist Jiban ja gestorben. Bist du in Ordnung? Oh shit. Ja, großartig. Ich kann nicht sagen, ob ich Schmerzen habe. Ich bin nicht voll da. Okay. Lassen wir Jiban ja gegen Christine antreten. Bist du bereit? Ja, ich werde es diesmal diesem Klecksing lila Klecks schon zeigen. Wow, was für ein Diss. Deine Worte verletzen mich. Gut, dass ich meine Wunden nicht sehen kann, weil ich so fett bin. Tristine will kämpfen. Manche Yokai beseelen deine Yokai und setzen ihn hart zu. Wenn ein Yokai beseelt ist, kann er nicht wie gewöhnlich weiterkämpfen. Dreh das Yokai-Rad. Nimm den beseelten Yokai aus dem Kampf. Reinige ihn. Kontrolliere den Kampf, indem du zur richtigen Zeit reinigst. Bist du erfolgreich, erholt sich der Yokai und kann Erfahrung sammeln. Also kriegt er keine Erfahrung, wenn der beseelt ist. Anscheinend. Holt die Seele. Jiban Yan. Oh, das ist schwer. Aber ich hab's geschafft. Warte, wie viel Geräusche macht. Hat die mich beseelt irgendwie noch nicht? Ich schwöre, dass der pennt einfach macht das nicht. Wäre schon alles gewesen. Also wie Schaden hat das Ding gemacht? Vinzicado. Oh Gott. Mega, die komplizierte Zeichen auf einmal. Okay, man muss aber anscheinend nicht so mega gut zeichnen. Finde ich schon mal gut, weil das wäre nervig. Komm schon, Vinzicado. Jetzt wollte ich ja nicht beseelt. Finde ich gut. Jetzt direkt ein Ulti-Seal von dem hinterher. So, oh, ich muss gerade so viel nachzeichnen. Oh, okay, so viel zu, das ist ganz einfach. Aber ich finde auch gut, dass man das nur dreimal machen müssen. Mehrmals, das wäre nicht anstrengend. Oh nein, mein Dings wurde beseelt. Komm mal raus. Reinigen. Ja, wegwischen. Gut, wenn man nicht pusten müsste. Das wäre sauscheiße für das Headset. Beziehungsweise das Mikro. Gereinigt. Oh, der kriegt sogar Erfahrungspunkte dazu. Oh, wir haben gewonnen. Okay. Kriegen jetzt alle Erfahrungspunkte? Das war aber knapp, da ich gerade noch so Jiban Yan gedingst habe. Ach, man sieht auch an diesem Tropfen da, wann sie Ulti-Seele sich wieder aufgefüllt hat und bereit ist. Ja, die bekommen alle Level up. Cool. Ganz viele gestiegene Sachen. Hä, wieso kriege ich hier von dem weniger Geld als von diesem Untergrundspacko? Fiese Medizin. Da hört sich nicht an, als würde ein Yokai das mögen. Ach du meine, ich habe wohl eure Gastfreundschaft überstrapaziert. Wie die immer direkt nett sind, wie man die besiegt hat. Wow, das war nicht einfach. Doch, eigentlich schon. Die Enten waren stärker. Da kommt noch ein Yokai. Oh, mein Schatz, da bist du ja. Wo? Oh, wer hat das gesagt? Ja, die happy fette Wolke. Ist es nicht schön, so zu streiten? Der ist so high. Und der macht wahrscheinlich alle glücklich, ne? Yo. Ich hätte das vorher nicht sagen sollen. Verzeih mir, mein Schatz. Oh, mein süßer Froland. Es tut mir so leid, dass ich einfach rausgestürmt bin. Ich kann mir vorstellen, dass die stürmt. Es scheint so, als wären die beiden Yokai verheiratet. Yokai heiraten auch? Haha, ich hoffe, meine Frau hat euch nicht allzu sehr belästigt. Ich war eifersüchtig auf das glückliche Paar. Ich musste sie beseelen. Es tut mir leid, Schätzchen. Nimm dies als Zeichen unserer Freundschaft. Krieg ich beide? Die sieht man nicht, oder? Nee, nur von der. Du hast dich mit Tristine angefreundet. Ich überspringe außerdem immer die Namen. Die sagen das, voll schade. Tristine wurde in deinem Yokai-Medaillon hinzugefügt. Auf dieser Seite. Warum ist denn da oben ein Neuzeichen gewesen? Oh! Ein Siegel für Yokai-Medaillon wurde aktiviert. Ich verstehe noch ganz genau, wann sich diese Siegel aktivieren, aber okay. Wahrscheinlich, wenn ich genug von einer Rasse oder so, wie auch immer man nennt hat. Du kannst dir diese Medaille in deinem Yokai-Medaillon ansehen. Ruf mich, wann immer du mich brauchst, Schätze. Danke, werde ich. Ich würde gerne bleiben und weiterquatschen, aber ich muss los. Tschüss. Ja, wir müssen jetzt erstmal uns jetzt erstmal versöhnen. Tschüsschen. Alter.
mega happy. Ich bin froh, dass die sich wieder vertragen. Aber das war schon etwas seltsam. Scheint, als hätten deine Eltern ebenfalls aufgehört zu streiten. Das ist schön. Warum haben die sich eigentlich gestritten? Tut mir leid, dass ich dich angeschrieben habe. Das war nicht verdient. Mir tut es auch leid. Ich wollte nur, dass du mein Problem verstehst. Natürlich kann ich mit der Hausarbeit helfen. Sag nur, was ich tun soll. Das ist toll, danke. Und wenn es zu viel für dich ist, sag es ruhig. Guck mal, wie einfach das Leben sein kann, wenn man miteinander redet. Deine Eltern sind ja so verliebt. Kein Wunder, dass Tristan eifersüchtig war. Ich bin froh, dass alles wieder beim Alten ist. Aber das ist mir zu schnulzig. Mit wem sprichst du da, Dominik? Hast du wieder Hallos? Nichts. Ich meine, niemandem. Ich habe niemandem gesprochen. Na gut, ich werde heute Abend für euch kochen. Warum kochen wir nicht zusammen? Wasch dir die Hände, Dominik. Mach ich. Oui. Und alles ist happy. Na, voll süß. Fortsetzung folgt. Wir haben wieder ein Kapitel geschafft, glaube ich. Du kannst jetzt den Yokai-Maten benutzen. Er steht vor dem heiligen Baum auf dem Waldberg. Okay. Du kannst jetzt Spotpass nutzen, um mit Freunden zu spielen und Passwörter einzugeben. Kann man wirklich mit Freunden spielen oder kann man nur diese Passwörter benutzen? Auf zur Postfiliale. Im Infomenü kannst du dir unter Hilfe Informationen dazu ansehen. Das ist schön. Ah. Okay. Yokai-Team, das manipulieren, bla bla bla. Ist eigentlich nichts Neues. Mal gucken, ob ich den Watch-Rang höher bin mittlerweile. Ich glaube aber nicht. Speicher abgeschlossen. Drücke Home, um ins Home-Menü zurückzukehren. Gut, dann würde ich sagen, war es das auch wieder mit dem Part. Ich will die Parts ungefähr so immer 20 Minuten machen, wenn das okay ist. Ich will die nicht allzu lang machen, weil ich habe das Gefühl, einerseits, wenn man die Parts hier nur 15 Minuten machen würde, wäre da zu wenig drin, weil das ganze Spielgeschehen, das braucht ein bisschen, um irgendwie fortzulaufen. Ich glaube, 15 Minuten Parts wären da zu kurz. Deswegen 20 Minuten ist ganz okay. Da wird wahrscheinlich immer so zwischen 20 und 25 Minuten sein. Und ich hoffe, das ist okay, weil so Stundenparts oder so möchte ich eigentlich nicht machen, besonders weil ich momentan recht wenig Zeit zum Aufnehmen habe. Aber dadurch, dass das Spiel mir Spaß macht, ist das natürlich auch nicht schlimm, wenn ich hierfür immer ein bisschen meine Zeit opfer, denn da macht der Spaß. Und ich sehe gerade, wir heißen Adams, das Haus der Adams. Sind wir Dead Adam? Man weiß es nicht. Vielleicht. Wir sehen uns im nächsten Part. Denkt dran zu werten und bis dann. Tschüss.